Heute wollte ich euch diese Schraube hier zeigen, und zwar ist es eine Möbelschraube. So sieht sie auf jeden Fall aus. Also sie wird in Möbel aus Holz verwendet, sowas wie Ikea oder so. Ja, auf jeden Fall sieht sie so aus. Hat eine breite Gewinde, ist hellblau oder weiß und hat einen standardgroßen Kopf mit so einem großen Kreuz drauf. Hat keine Spitze, wie man sehen kann, etwas breitere Gewinde. Und hier unter dem Kopf ist so ein Teil drauf. Ich glaube, das ist dafür da. Ich weiß es nicht ganz. Aber vielleicht ist es dafür da, um zum Beispiel das Loch nach der Schraube hier zuzumachen oder so. Und ja, man kann die Schraube nur reinmachen in Holz, wenn man halt vorgebohrt hat. Sonst geht das nicht, wegen hier ja keine Spitze ist und das ja halt da nicht geht. So sieht die Schraube nochmal aus. Die ist eigentlich mittellang. Also eigentlich kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Schloss, den Schloss als Vergleich nehme, dann sieht es so aus. Ja. Und ja, das war's eigentlich mit dem Video. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.